Apresis, Jeremia, Sie sind gerade direkt aus der Aula wieder zu mir vor die Kamera geeilt. Was gab es heute in der Generalversammlung? Der Haupttagesordnungspunkt heute war die Vorstellung des Projekts der Schlusserklärung. Das heißt, der erste Entwurf ist heute kurz eingeführt worden und dann auch allen ausgehändigt worden. Haben Sie auch schon darüber diskutiert? Nein, wir haben es ja auch gar nicht gelesen, können deswegen auch noch nichts dazu sagen. Uns ist auch eingeschärft worden, dass das jetzt confidentialissimo ist, also höchst geheim. Und dass wir wirklich auch das über Nacht jetzt nur selber studieren sollen, aber weiter das nicht an die Öffentlichkeit geben. Auch die anderen Teilnehmer, die nicht Synodenväter sind, haben kein Exemplar bekommen. Also man merkt schon, das ist jetzt eine ernste Sache. Ich hatte auch beim Eindruck heute beim Reingehen, dass genauer kontrolliert wurde, wer man ist, also ob man wirklich zugangsberechtigt ist. Man merkt jetzt, es geht in die Endphase und es geht auch um große Dinge und Dinge werden wieder sehr genau genommen. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein, was heute besprochen wurde. Sie waren ja jetzt zwar nicht ganz bis zum Ende, bis 19 Uhr ging es nicht, sondern es war schon um 18 Uhr zu Ende. Es war aber doch relativ lang für diese wenigen Programmpunkte. Gab es denn noch etwas? Ja, der Papst hat uns wieder überrascht. Der Papst hat zu Beginn der Sitzung das Wort ergriffen und in wenigen Sätzen erklärt, dass er beschlossen hat, nach Beratung in der G9, in dieser Kardinalsgruppe, die ihn berät, jetzt ein neues Dikasterium, also praktisch ein vatikanisches Ministerium zu gründen für Familie, Laien und das Leben. Bisher gab es schon einen päpstlichen Laienrat und einen päpstlichen Familienrat. Die werden jetzt zusammengeführt oder aufgelöst. Also die Details kennen wir noch nicht. Er hat auch gesagt, dass die genaue Entwicklung dieses Dikasteriums, dieser neuen Behörde hier, auch wieder mit den G9-Kardinälen zusammen geplant werden wird. Wie wurde das denn in der Synodenaula aufgenommen, dieser Beschluss, diese Verkündigung von Papst Franziskus? Mit Applaus. Ich denke, da war auch wieder klar, wir haben einen Papst, der handelt. Und das war ein deutliches Signal, ich denke, auch zum Ende dieser Synode hin. Wir waren jetzt diejenigen, die immer reden mussten, die den Papst beraten. Aber der Papst will dann auch was tun und Dinge weiterentwickeln. Das war eine Überraschung, dass das jetzt verkündet wurde. Als Gerücht ging das schon eine Weile herum, aber man wusste gar nicht, wann das wirklich kommen wird. Ich habe vor wenigen Tagen noch mit einem der beiden Chefs dieser nun aufzulösenden Institutionen gesprochen. Und der hat auch gesagt, man weiß noch gar nicht, wann das kommt. Also ich nehme auch an, dass es im Vatikan möglicherweise heute einen kleinen Überraschungseffekt gegeben hat. Und welches Signal sendet der Papst damit aus, dass er das jetzt zusammenführt und neu gründet? Ich glaube, das soll wichtiger werden. Die bisherigen Räte sind sozusagen die zweite Ebene der vatikanischen Ministerien. Und ich nehme an, das wird jetzt eine Institution, die auf der erste Ebene gehoben wird, wo die anderen großen, wichtigen Ministerien angesiedelt sind. Heute Abend gehen Sie in die Lektüre des Abschlussdokumentes. Das ist ja erstmal noch in einem Entwurfsstadium. In den nächsten Tagen werden Sie das dann diskutieren. Wenn wir aber an dieser Stelle jetzt schon einmal auf die zurückliegenden knapp 3 Wochen schauen, was nehmen Sie mit von dieser Synode, vielleicht auch ganz persönlich? Ja, ich bin mit großem Enthusiasmus hierher gekommen. Ich bin auch immer noch ein sehr aktiver und ziemlich begeisterter Teilnehmer der Synode. Wir haben natürlich auch Längen festgestellt. Es war richtiges, schweres Arbeiten. Das hat auch Müdigkeit erzeugt. Und gegen Ende der Synode wurde auch deutlich, dass sich die Synodenväter unter sich nicht auf alles werden einigen können. Dass es sicher Punkte gibt, die so strittig sind, dass kein gemeinsames, klares Votum der Synode kommen kann. Das hat manche enttäuscht. Ich habe daran einfach erkannt, wie vielfältig die Weltkirche letztlich ist. Ich kenne das auch aus meiner sonstigen Arbeit, dass es in vielen Bereichen gar nicht einfach ist, da Konsens herzustellen. Und mir hat das nochmal sehr deutlich gemacht, warum wir einen Papst brauchen. Diesen Papst, seine Vorgänger, aber das Papstamt an sich ist einfach wichtig, um diese große, manchmal auch schwerfällige, vielgestaltige Weltkirche zusammenzuhalten und auch in die Zukunft zu führen. Das ist eine deutliche Botschaft dieser Synode und ich glaube, das wird auch sein, was wir an diesem Wochenende in den nächsten Tagen immer wieder spüren werden, dass die Synode ihre Arbeit an den Papst übergibt und dass die letzte Stufe dieses Weges aber eigentlich beim Heiligen Vater liegt. In den Abschlussberichten zum dritten Teil, also aus den einzelnen Sprachgruppen, da war auch in den meisten Berichten zu lesen, dass sie sich nicht auf eine Meinung einigen konnten. Hat sie denn dann verwundert, dass die deutsche Gruppe doch in Einmütigkeit gehandelt und dieses Schreiben verabschiedet hat?
Also das hat mich natürlich beeindruckt, dass das denen gelungen ist. Es haben mehrere Gruppen auch klarere Positionen bezogen. Mein Eindruck war, dass die Gruppen, die ganz weltweit zusammengesetzt waren, die haben sich schwer getan. Das waren meistens die englische und die französische Sprachgruppen, wo wirklich viele Kontinente zusammengekommen sind. Die deutsche Sprachgruppe war natürlich die homogenste. Das war der deutsche Kulturraum im Grunde, Deutschland, Österreich, die da vertreten waren. Aber auch die italienischen und die spanischen Gruppen haben zum Teil deutlichere gemeinsame Positionen finden können, weil da auch immer noch eine gewisse kulturelle Geschlossenheit da ist. Papst Franziskus hat mehrfach betont, dass in der Synodenaula der Heilige Geist wirken soll. Haben Sie das irgendwie gespürt? Für mich war ein tolles Erlebnis, wie auch Leute mit ganz verschiedenen Positionen, vor allem dann in den Kleingruppen, wirklich miteinander umgehen konnten. Mit großem Respekt, Verständnis, wo manchmal auch wirklich schon ein Austausch von Blickweisen stattgefunden hat. Das war schon was davon, wie der Geist auch in so einer Versammlung wirken kann. Wenn wir natürlich rauskommen, dass sagen wir, in vielen sind wir uneins oder können letztlich da nicht einen gemeinsamen Nenner finden, ist das auch ein Zeichen, dass es nicht immer leicht ist. Dass wir trotzdem, denke ich, mit Zuversicht rausgehen, weil wir wissen, in der Kirche als Ganzer, auch in dieser Abhängigkeit und Zusammenarbeit mit dem Papst, wird da was rauskommen. Das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, dass Geist in dieser Kirche drinsteckt. Und mir geht es so, wenn ich jetzt da heute rauskomme. Unter welchen Umständen wären Sie am Samstag unzufrieden mit dem Abschlussdokument? Wenn da Türen zugeschlossen würden, wenn man da sagen würde, das geht nicht und wenn da viele Verurteilungen drin wären. Ich wünsche mir schon, dass die Synode zeigt, dass wir mit der Welt offen umgehen und der Welt auch Barmherzigkeit und Liebe vermitteln wollen, dass das natürlich im Familienleben und auch im Verhältnis der Kirche zur Familie eine ganz wichtige Rolle spielt. Apresis, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen ein gutes Studium und eine gute Endphase in der Synode. Ja, danke schön. Schön, dass Sie das so begleiten. Ich grüße herzlich alle, die das auf katholisch.de anschauen.